Und ja, heute ein weiteres Linux-Video und zwar zum Thema Ubuntu. Ubuntu ist ja in einer neuen Version erschienen, als Beta-Phase aktuell noch. Kommt ja jetzt bald die offizielle Version 2004 LTS raus, die wird 5 Jahre Support und gegen Bezahlung nochmal weitere 5 Jahre, also 10 Jahre, wenn man das Ganze denn möchte. Auf jeden Fall eine ziemlich interessante Geschichte von Canonical. Und ich bin da sehr, sehr gespannt, was euer Feedback so allgemein zu Ubuntu ist. Schreibt es mir nochmal bitte unten in die Kommentare. Heute befassen wir uns wie immer mit der Grundinstallation. Es gibt ja zwei Wege. Und in dem heutigen zeige ich euch den ersten Weg und im nachfolgenden Video wahrscheinlich den zweiten Weg. Die ähneln sich, wie gesagt, sehr, sehr fast gleich. Aber für den Einsteiger oder für den Neuling ist es auf jeden Fall doch ein etwas größerer Unterschied, sage ich mal. So, wir sind hier auf dem Desktop, das ist hier der GNOME Desktop, ist einfach ein bisschen angepasst an das ehemalige Unity Design und so sieht das Ganze hier aus. Und zwar kommt ihr darüber oder kommt ihr hier in das System rein, wenn ihr vom USB-Stick oder vom DVD aus bootet und wenn ihr einfach ganz normal sagt, hey, ich möchte gerne Ubuntu ausprobieren und da kommt ihr also hier rein, dann können wir auch uns hier rumklicken und uns das Ganze mal so ein bisschen anschauen und eben, wenn es gefällt, installieren. Das machen wir jetzt auch. Wir machen hier einen Doppelklick drauf und sagen Ubuntu installieren. Jetzt sagt er, und das finde ich sehr, sehr spannend, die Sprachen können wir hier auswählen. Also es ist eigentlich wirklich ganz, ganz einfach gehalten. Da kriegt eigentlich wirklich jeder hin. Und wenn nicht, dafür sind meine Videos ja auch da, gerade für die Leute, die sich damit wirklich nicht so ganz so gut auskennen. Man möge ja denken, okay, das heißt, das ist super pipi einfach, aber wenn das so super einfach wäre, dann würden meine Videos auch dementsprechend nicht, ich sage es mal, aufgerufen werden und die Leute würden sich auch nicht bedanken. Also von daher ist einfach noch ein Riesenbedarf da, gerade auch für Einsteiger und da möchte ich einfach so, wie es geht, den Einsteigern helfen. So, normalerweise ist hier Englisch ausgewählt. Ich habe jetzt hier Deutsch ausgewählt, respektive ich habe vorher schon, zeige ich euch dann auch im nächsten Video, die Sprache schon mal vorausgewählt auf Deutsch. Deswegen ist das ganze Thema schon auf Deutsch. So, jetzt haben wir ein Tastaturlayout. Wir können auch hier eine automatische Erkennung vornehmen. Mache ich jetzt aber nicht. Ich weiß, ich habe ein deutsches Tastaturlayout. Ich sage weiter, das passt wunderbar. Jetzt haben wir die Möglichkeit zu sagen, hey, will ich eine normale Installation, also mit allen Programmen, Office-Programmen, Musikplayer und so weiter? Oder möchte ich eine Minimalinstallation, wo wirklich nur die Grundsachen drin sind, wie Webbrowser und grundlegende Dienstprogramme und so weiter? Und ich in meinem Fall möchte natürlich die Normalinstallation, wähle aber bei den weiteren Optionen auf jeden Fall den Haken weg, dass er während dem herunterladen, Installieren vom System die Aktualisierungen mehr runterlädt. Ich möchte das Ganze gerne nachher machen. Und auf jeden Fall möchte ich aber auf jeden Fall die Drittanbieter-Software noch mit installieren, beziehungsweise die Codecs mit installieren für zum Beispiel MP3, Flash und so weiter. Finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Respektive für Grafikkarte und so weiter. Dann sage ich weiter. So. Jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, die Installationsart. Wenn ihr natürlich ein Windows noch nebenbei drauf habt, das haben wahrscheinlich die meisten von euch, da ist es so, dass er euch automatisch schon eine quasi Partitionierung vorschlägt und sagt, hey, du hast zum Beispiel 500 GB frei, respektive 500 GB SSD und diese 500 GB SSD teile ich dir zack in der Hälfte auf. 250 GB Windows, 250 GB plus minus ein paar Gigabyte natürlich Ubuntu. Und da könnt ihr das eben hier auswählen. Also es würde dann hier heißen Ubuntu neben Windows 10, 8, was auch immer ihr habt, installieren. Und auf jeden Fall ist das eine ziemlich coole Geschichte und eine ziemlich einfache Geschichte und eine ziemlich sichere Geschichte. Ja, da wird allerdings der Windows Boot Manager überschrieben, ganz wichtig. Da kommt der Grub zum Einsatz danach. Nur damit ihr dann Bescheid wisst. Aber dazu auf jeden Fall mal in einem späteren Video auf jeden Fall ein bisschen mehr. So, wir sagen jetzt installieren. Jetzt sagt er uns, wollen wir das Ganze auch installieren, respektive, dass er hier auf der Festplatte schreibt. Als Partition, respektive als Dateiformat, wird übrigens ext4 benutzt und nicht ZFS. Das gibt es ja auch ZFS als Dateisystem, genauso wie ButterFS. Aber in dem Fall sagt man lieber, nee, man nimmt standardmäßig doch lieber das ext4.
So, ich sage jetzt hier Berlin als Standort und ich für meinen Fall wähle jetzt hier übrigens nicht Linux, Windows, Mac, sondern Tux, da wir im Grundlagenvideo dann das Ganze abändern werden. Ich möchte mich gerne nicht automatisch einloggen. Ich sage weiter und Ubuntu, ihr seht, wird installiert. Wir sehen übrigens hier unten auch, was er macht, und das finde ich ganz, ganz toll. Da gibt es ja auch ein paar Linux-Distributionen, die das nicht wirklich anzeigen, leider. Aber die meisten, die ich so bis das getestet habe, zeigen es an. Ich finde es toll, ich finde es eine super einfache Sache und eine super einfache Geschichte vor allem. Weil man kann wirklich nachvollziehen, okay, wo klemmt er oder wo braucht er noch Hilfe oder so. Aber das finde ich auf jeden Fall richtig, richtig genial. So, normalerweise kommt ja jetzt die Meldung, wollen wir Ubuntu weiter ausprobieren oder wollen wir Ubuntu neu starten? Diese Meldung habe ich leider Gottes, ich Schlüssel weggeklickt. Deswegen machen wir das jetzt manuell. Ich sage hier ausschalten, neu starten. Und das Ubuntu-System tut jetzt gerade neu starten. Wichtig, es tut auch gleichzeitig, und das finde ich ziemlich cool, genau sagen, dass ihr euer Medium rausnehmen könnt, respektive euer USB-Stick könnt ihr jetzt rausziehen. Oder natürlich auch, was man auch nicht vergessen darf, eure DVD, die wird dann aus dem Laufwerk geschoben. Das finde ich doch ziemlich, ziemlich klasse. Und ihr seht schon eine neue Boot-Animation. Das finde ich mal richtig, richtig cool. Ihr seht auf jeden Fall, ja, sehr, wie soll ich sagen, sehr nostalgisch aus. Und ja, erinnert auch so ein klein bisschen an die alten Ubuntus, wie ich finde. Jetzt können wir uns hier einloggen, damit ihr auch sehen könnt, es hat funktioniert. Und wenn das Ganze dann geladen hat, dann seht ihr auch schon, zack, es hat funktioniert. Das geht natürlich immer einen kleinen Moment. Und ihr seht, das Ganze hat wunderbar funktioniert. Und unser System ist installiert. Das war's mit diesem Video. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Feedback habt, Anregungen, ab damit bitte in die Kommentare. Bis dann und tschüss.